Der Olperer ist die magische Bergpyramide, der Himmelszeiger am Hintertuxer Gletscher. Vor 30 Millionen Jahren erhebt sich der Boden eines warmen, flachen und türkisgrünen Meeres. Über Jahrmillionen schieben sich die Felsen empor, bis der Gipfel des Berges fast 3500 Meter hoch aufragt. Seit jeher gelten die schier unbezwingbaren Alpengipfel als das Sinnbild der grenzenlosen Freiheit. Der Mensch verspürt immer mehr die Sehnsucht, das scheinbar Unmögliche zu erreichen und ganz oben auf dem Olperer zu stehen. Doch der Wunsch soll nicht lange ein unerfüllter Traum bleiben. Bereits 1867 nimmt der Wiener Paul Grohmann die unglaubliche Anstrengung auf sich und besteigt aus eigener Kraft über Fels und Eis den 3476 Meter hohen Olperer. Grohmann und seine Begleiter gelangen vom Südostgrat aus über das Riepenkar und Riepengrat in 4 Stunden zum Gipfel des gigantischen Berges. Dieser erste Gipfelsieg beeindruckte die Bevölkerung und regte zur Nachahmung an. Viele Alpinisten folgen Grohmanns Spuren und erklimmen selbst unter großen Mühen und Entbehrungen den Gipfel des mächtigen Zillertalers. Wesentlich erleichtert wird der Aufstieg durch die Errichtung der Olperer Hütte im Jahre 1881, die von da an als Stützpunkt dient. Die Bergsteiger tragen ihre unvergesslichen Eindrücke weiter. Sie entzünden die Sehnsucht, auf dem Olperer zu stehen, auch bei jenen, die ihn aus eigener Kraft nicht ersteigen können. Einige Jahrzehnte später errichten deshalb Pioniere aus dem Tuxertal eine Seilbahn auf den Gletscher. Zum ersten Mal können viele Menschen diesen alpinen Ort besuchen und das besondere Gefühl der unendlichen Freiheit auf 3250 Metern Höhe selbst erleben. Aber seinen wahren Mythos offenbart der Olperer erst, wenn die Sonne hinter dem Berg versunken ist. Dann spielt der Berg mit dem Restlicht am Horizont und entfaltet sich in seiner ganzen atemberaubenden Farbenpracht. Der Erdschatten ist ein letzter Gruß der Sonne in der großen Höhe des Gipfels. Die
Blaue Stunde unterstreicht die Magie des Gletschers und erinnert an vergangene Zeitalter, als eisige Stürme um das Bergmassiv toben und riesige Gletscherströme vom Olperer ins Tal fließen. Wind und Eis formen die faszinierende Landschaft. Noch heute sind sie die Architekten der magischen Pyramide. Sie schleifen den Fels und runden die Kanten. Doch der Olperer trotzt den Naturgewalten. Sein Gipfel war sogar in der Eiszeit aufgrund der starken und trockenen Winde eisfrei. Die ersten Sterne strahlen wie funkelnde Diamanten über dem Fels. Die Milchstraße mit ihren Milliarden Himmelskörpern setzt sich wie eine leuchtende Krone auf den König der Zillertaler Alpen. So wird es niemals völlig dunkel, selbst in tiefer Nacht. Nirgends kann man mehr Sterne sehen als in einer klaren Nacht auf 3250 Metern Höhe. Planeten und Kometen ziehen seit Jahrmillionen ihre Bahnen am Himmel. Sternbilder wandern über den Gipfel des Olperer hinweg. Ihre Mythologie begleitet den Berg, seit die Menschen ihre Geschichten in den Himmel schreiben. Es lassen sich Sternbilder erkennen, von denen man noch nie gehört hat.
einer Vollmondnacht glänzt die Oberfläche des Olperers ganz besonders. Das fahle, silberne Licht offenbart die wahre Schönheit von Eis und Steinen. Im hellen Mondschein wirkt der mächtige Berg noch mystischer. Wenn das Licht der Nacht den Berg verlässt, taucht das erste Blau am Himmel über dem Gipfel auf und kündigt die Strahlen der Sonne an. Und der Olperer wird wieder zum Sehnsuchtsort, zum Anziehungspunkt für Sportbegeisterte und Gipfelstürmer.